Ja, hallo. Wir sind hier wieder in Breath of the Wild angekommen. Und weil wir den Croc gefunden haben, den wir im letzten Mal hier angetroffen haben, kann es die Maske wieder abnehmen. Ja, da ist er auch schon. Einmal untersuchen. Jawohl. Sehr nice. Alles klar. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren hier stehen geblieben. Bei den Sümpfen haben im letzten Part noch den die drei Riesenquest gelöst und sind jetzt sind so weit, dass wir uns diese Gegend noch mal genauer anschauen wollten, um eventuell auch noch Crocs ausfindig machen zu können. Okay. Ja. Das ist ja interessant, ein Tunnel. Hier ist ganz bestimmt ein Krog drin, ne? Lasst mich's wetten. Was sagt die Krogmaske? Ja. War doch so klar. Okay. Gut. Dann setzen wir sie aber wieder ab. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo könnte der Krog sein? Also gut, hier wird er nicht mehr angezeigt. Dann schauen wir doch mal, ob er vielleicht da oben zu finden ist. Ja. Definitiv hier oben. So krass versteckt. Ach du meine Güte. Ja, das ist ein wirklich guter Ort, wo es einen Grog verstecken kann, ne? Aber gut, wir haben das gefunden. Von daher. Ist da kein Entkommen mehr? Ach da. Oh Mann, ey, man muss ja auch erstmal auf dieses Loch kommen, ey, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Naja, okay. Ja, okay. Okay. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Gut, welchen Weg wollten wir denn eigentlich nehmen? Den da unten, ne? Naja, okay. Hier haben wir schon geschaut, ne? Wo geht's dann weiter? Da unten, ne? Das war ja auch der Tunnel. Das war ja auch der Tunnel, wo wir rausgekommen sind. Deswegen macht's ja Sinn, hier zu schauen. Und das schaut mir auch wieder nach dem Grog aus. Nö. Tatsächlich keiner. Ja, wie schade.
Ja, gut, ist mein. Was soll man tun, ne? Oh Mann, ey, so öde und langweilig, wenn man einfach nichts findet. Nö, du gehörst uns. Okay. Ach so, oh, das ist ja doch schon tief, das Gewässer. Was haben wir hier? Oh. Ja, das sieht mir noch ganz klassisch nach dem Krog aus. Ja, von daher einmal ablegen. Ja, einmal ablegen, habe ich es gesagt. Ja, passt doch. Sehr schön. 91 Stück. Das ist doch okay. Ja. Nur ist der Weg natürlich jetzt wieder ein bisschen länger, ne? Und wir haben schon wieder einen Ochsen, den wir beseitigen können. Oh, man könnte ja. Wie wär's denn mal, wenn wir mal versuchen, einen Eispfeil darauf zu schießen. Hey, kriegt man gefrorenes Edelwild. Ha, auch cool. So. Mann, ey, das Wetter ist ja bei S durchmischt, ne? Mal scheint die Sonne, dann ist es mal wieder grau und ristis regnerisch. Aber wir haben halt noch nicht geguckt, ob hier Crocs sind. Deswegen. Das war ja auch der Grund, warum ich es überhaupt nochmal hier hin wollte. Wow. Wow. Der Honig gehört mir. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Och Mensch. Ja, gut. Was machen wir dann? Können uns ja auch hier weiter umschauen, ne? Im Kleuderhochland, da ist ja auch noch ein Sumpf oder sowas in der Art. Aber gut, wisst ihr was? Wir werden uns erstmal uns den Lokfrittberg anschauen. Wenn wir hier sowieso nichts weiteres finden, dann, also nichts an Crocs finden, dann finden wir doch bestimmt den einen oder anderen Croc auf dem Berg. Jo, uns fehlt nur noch ein Ausdauerfragment, dann haben wir drei volle Ausdauerringe. Ist auch nicht schlecht, ne? Naja, Krogmaske ab, weil die ist halt cool, aber die sieht auf Dauer ein bisschen, naja, so ein bisschen komisch auch mal aus, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt müssen wir halt erst gucken, wie wir diesen Berg sinnvoll hochkommen, weil leider regnet es schon wieder. Naja, gleich kommt dann halt wieder eine Phase, wo es trocken ist und dann wieder eine Phase, wo es halt regnet. Ne? Das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen scheiße geregelt. Aber okay.
Weil bis wir diesen blöden Berg hier hochkommen, ne? Will nicht wissen, wie viel Kraft uns das jetzt kosten wird. Ja, genau das ist es ja. Ich meine, gibt es denn sonst noch eine anderweitige Möglichkeit, da hochzukommen? Naja, sieht nicht so aus, ne? Wir müssen halt ständig uns neue Ausdauer herholen. Ah, Scheiße, ey. Wow, shit. Wow. Haben wir denn irgendwie noch was zu essen hier, was unseren Vorrat noch ein bisschen auffüllen könnte? Okay. Nein! Mann, was machst du denn? So ein Scheiß aber auch. Oh Mann, wir haben kaum mehr etwas. Okay, das müsste reißen. Wenn nicht, dann. Ah, Scheiße, ey. Junge, das kriegst du hin. Guck mal, zumindest auf diese Plattform. Okay. Gut. Medizin hat uns noch mal den Arsch gerettet. Okay. Tja. So einen Berg hochzuklettern ist halt schon schwer, ne? Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Ein Herz? Ach cool, eine Gerudo-Dame. Oha. Was hast du uns denn zu sagen? Bleib mal stehen. Savotta. Bist du etwa der Voi meiner Träume? Na, wohl kaum. Aber das ist schon der legendäre Liebes-Thais, oder? Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Voi. Ob ich den Voi meiner Träume wirklich hier treffen werde? Ist das nicht so irgendeine Side-Quest? Wer bist du? Moment, bist du ein Jäger? Ja, sieht so aus, ne? Nein, halt, ich hab sie zuerst gesehen. Ich will gar nicht. Nein. Was für ein Glück. Ich heiße Wabiski. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und irgendwie bin ich hier gelandet. Und dann erblicke ich plötzlich diese wunderschöne Frau, hier mitten im Nirgendwo. Ach so, ist wohl doch keine Sidequest oder doch? Zuerst dachte ich ja, das wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Weglagerern. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich muss sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor, meine Liebe mit einem Schleißglöckchen zu verkünden. Ach so, also ist doch eine Sidequest. Wenn es nur ein Schleißglöckchen hätte, würde es ohne Zögern zu ihr gehen. Ach, was für eine Frau. Sie ist wirklich schön wie Schleißglöckchen. Findest du es auch? Ach so. Also müssen wir ihm ein Schleißglöckchen geben. Haben wir denn es ein Schleißglöckchen? Zufällig. Moment. Das ist ein Prinzessinnen-Enzian? Das ist so ein Schleißglöckchen. Ja.
Guck mal, wir haben sogar mehr als genug für dich. Moment mal. Hast du da etwa ein Schleißglöckchen? Bitte gib mir diese Blume. Bitte, bitte, bitte. Hier, bitte. Ich danke dir. Ja, warum ist sie nicht zu sehen? Ey, das ist echt komisch, ne? Wenn es damit nicht ihr Herz gewinne. Schmacht! Ah, es kann es einfach nicht. Meine Beine wollen es kein Stück bewegen. Ach, soll es jetzt hier zwischen Liebe vermitteln oder was? Oh Mann. Es tut mir leid, aber kannst du ihr die Blume vielleicht an meine Stelle überreißen? Kein Ding. Mach ich's. Vielen lieben Dank. Hier, ich gebe dir das Schleißglöckchen zurück. Vergiss nicht, ihr zu sagen, dass dies und jenes. Was wird das denn jetzt? Okay, dann gehen wir mal zu ihr. Was ist? Von dem Typ da. Oh, dieser Boy schenkt mir Blumen. Du scheinst die Wahrheit zu sagen. Ach ja. Also hast du mir diese Blume geschenkt? Es tut mir leid. Bestimmt magst du es gar nicht, das Schleißglöckchen, meine ich. Was für ein Unsinn, das ist meine absolute Lieblingsblume. Und jetzt auf einmal sieht man sie da was. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion? Nein, natürlich nicht. Schleißglöckchen sind auch meine Lieblingsblumen. Deshalb hatte ich schon immer vor, einmal der Frau meiner Träume eines zu schenken. Deiner Träume? Du meinst, wir sind füreinander bestimmt? Dann bist du vielleicht der Boy meiner Träume. Also gut, dann raus damit. Sag mal, bist du schwer vom Begriff, was ein Boy zu einer Wei sagt? Ich liebe dich, oder wollen wir einmal ausgehen? Sowas halt. Ja, natürlich, mit Freuden. Hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe gestanden. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt. Und jetzt höre ich es aus dem Mund meiner Traumfrau. Ich verschmachte. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich weiß nicht, wie ich es dir danken soll. Das hier ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ein roter Rubin. 20 Rubine, um die Liebe zwischen einem Paar zu vermitteln. Okay. Naja, dann. Warum bist du so knauserig? Mehr bin ich ja also nicht wert? Hier, bitte verzeih mir. Ha, die Frau zwingt ihren Mann dazu, jetzt noch mehr zu geben. Schon besser. Hey, nun ja, du hast mir geholfen. Ich hoffe, auch du findest einmal so eine gute Wei wie Miss. Ha. Okay, wir haben mal so ein Pärchen zusammengeführt. Warum nicht, ne? Da muss man ja auch mal im Leben haben. Und immerhin noch ein bisschen Kohle dafür gekriegt. Ja. Kann man doch echt nichts gegen sagen, ne? Okay. Ja. Und hier scheint tatsächlich auch ein Weg nach oben zu gehen. Okay. Ja, cool. Aber ich denke, wir sollten vorerst mal schauen, ob wir auf dem Berg überhaupt noch einen Krog finden. Und falls man keine Schleißglöckchen dabei hätte, hätte man hier schon zwei gefunden. Okay, schauen wir erstmal auf diesem Gipfel hier.
Ja, gibt es hier denn irgendwie noch Crocs? Und hier sind noch Maxi-Rüben zu finden. Ja, tatsächlich. Wie auch immer, wenn man auf dem Berg ist, findet man alles Mögliche. Sehr schön. Ja. Scheint, als ob da unten diese eine Küste wäre. Genau, scheint, als ob die Arezzo-Küste gerade da unten wäre. Und man da vielleicht auch noch was finden kann. Naja, aber wie auch immer. Wir sind wieder bei 20 Minuten angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Gebt mir Daumen hoch, wenn ja. Freut euch auf die schöne Aussicht, genießt die, freut euch auf den nächsten Part. Ich werde mich auf jeden Fall darauf freuen. Dann sage ich es an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal.